Hallo Kameraden, ich grüße euch. Heute geht es hauptsächlich um ein Gewinnspiel. Und diejenigen unter euch, die sich meine YouTube-Clips anschauen, ja, die sie alle angeschaut haben, oder die meisten davon, werden als Gewinner davon gehen. Zu gewinnen gibt es eines meiner Bücher. Und diese Bücher, die werde ich euch heute mal präsentieren. Es sind nicht alle da, es fehlen die englischen Ausgaben. Ja? Gut, wir beginnen mal hier mit Guyana, französisch Guyana oder Faszination Fremdenlegion. Das sind meine Eindrücke, meine Erfahrungen und meine Erlebnisse hauptsächlich in französisch Guyana in der Zeit zwischen 1985 und 1987. Gleich daneben hätten wir Fallschirmjäger der Fremdenlegion. Es geht natürlich um das Deuxième Regiment Étranger de Parachutistes. Alle Einsätze auf afrikanischem Kontinent von 1965 bis 2015. Afrika-Blut. Ich habe dieses Buch vorgestellt, erst vor kürzlich in einem Clip. Ja, ein Afrika-Roman par excellence. Gleich daneben haben wir Nächte des Jägers, auch ein Afrika-Roman mit Legionsbezug, würde ich sagen. Private Security. Private Security, hier geht es. Oder wie ihr wisst, habe ich ja lange Zeit, ich glaube 15 Jahre, in der Private Security weltweit gearbeitet. In Saudi-Arabien, im Jemen, in Haiti, in Jerusalem und anderswo auf der Welt, auch in Deutschland. Und da habe ich auch meine Erfahrungen gemacht, meine Eindrücke gesammelt. Und dieses Buch bündelt all diese Erfahrungen, Eindrücke. Und natürlich geht es auch um die PMC, Private Military Companies oder Private Security Companies allgemein. Ja, hier Leben unter fremder Flagge, meine Autobiografie, würde ich sagen. Wir haben vorne rechts Ratlos. Ratlos, hier geht es um ein Thema, das mir sehr ans Herz geht, würde ich sagen. Es geht nämlich um das Parental Alienation Syndrom. Ja? Und zwar um die Vater-Tochter-Entfremdung oder um die Eltern-Kind-Entfremdung allgemein. Ja? Ein sehr brisantes Thema, immer wieder aktuell. Wir haben gleich daneben Wölfe wie Wölfe aus den Bergen. Das ist die Folge von Nächte des Jägers. Ja? Nächte des Jägers habe ich noch nicht vorgestellt. Nächte des Jägers, darum geht es um einen Offizier, der mitten im Zweiten Weltkrieg, das grausen Krieg, der nicht mehr überzeugt ist von Hitler und vom Naziregime, und der flüchtet. Und er flüchtet sich über drei Kontinente hinweg in die Fremdenlegion. Und dort beginnt das Abenteuer für ihn. Also Nächte des Jägers, wie Wölfe von den Bergen oder wie Wölfe aus den Bergen, einfach nur zu empfehlen. Das ist mein Buchtipp eigentlich. Ja? Wir hätten das Buch Terror, immer wieder aktuell. Es geht um Terror überall auf der Welt. Es gibt verschiedene Formen von Terror. Ja? Und die findet ihr alle hier drin. Gleich daneben, Indochina Dien Bien Phu. Indochina Dien Bien Phu zeigt den Weg zweier Personen nach. Das ist einmal der Heinrich Bauer, der damals in Deuxième gedient hat, Deuxième Bataillon Étranger Parachutiste, und die des Kameraden Johann Wallisch. Einsatz der Fremdenlegion in Indochina, Vietnam und Dien Bien Phu. Ja. Hier oben Dog Soldiers. Dog Soldiers ist ein Western. Ein Western geschrieben aus meiner Hand. Es gibt, so finde ich, in unserer Zeit viel zu wenig Western. Ja. Und das wollte ich mal korrigieren. Western aus deutscher Hand auch. Also, Dog Soldiers von Thomas Gaste. Gleich daneben, Sex, ein Krimi aus Franken, ein Oberfranken-Krimi, würde ich sagen. Es geht um Eindrücke aus meiner Kindheit und was ich dann daraus gemacht habe. Ja, Sex, ein Krimi. Gleich daneben, jetzt muss ich mal gucken, ich muss mal überall gucken, ich sehe die nicht alle, haben wir meine beiden Survival-Bücher, Survival Total Band 1 und 2. Bei Survival Total Band 1, ich sage immer das grüne Buch, geht es um Survival schlechtweg oder schlechthin. Ja. Überleben im Wald, im Urwald, sich orientieren, sich durchschlagen von dem Leben, was man in der Natur findet. Ja. Viel, eins der größten Kapitel ist hier das Orientieren im Gelände. Und das blaue Buch, Survival Total Band 2, das ist Überleben in den Großstädten. Und das ist heute wahnsinnig brisant. Ja. Wie gehe ich um mit Aggressionen, Nahkampf? Wie gehe ich um mit fremden Menschen, die in mein Haus wollen? Wie kann ich mich verteidigen? Ja? Wie kann ich mein Haus verteidigen, meinen Garten verteidigen? Wie kann ich meine Familie verteidigen? Ja? Und ich denke, das Buch sollte jeder mal lesen, der heutzutage Ängste hat, ja? Der in Deutschland wohnt und Ängste hat.
Ja? Was geht denn um uns ab? Ja? Was geht um uns herum ab? Wie kann ich dem teilweise entgegenwirken und was kann ich tun, um mich und uns zu schützen? Ja? So, jetzt muss ich mal schauen, ob ich eins vergessen habe. Ja, wie gesagt, die englischen Ausgaben sind leider nicht da. Ein Buch habe ich vergessen. Das ist natürlich Der gezähmte Soldat. Hier geht es um Traditionen. Traditionen in der Fremdenlegion, Traditionen aber vielmehr in der Bundeswehr. Oder Traditionen, die nicht mehr gelebt werden dürfen. Das ist ja das Problem. Ja? Und da gibt es ja einiges, was nicht mehr als traditionswürdig eingestuft wird. Gut. Gehen wir mal rüber oder weiter zu, wie gesagt, dem Gewinnspiel. Und jetzt Ohrenspitzen, Männer. Männer und Frauen, keine Diskriminierung. Ich habe mehrere Clips mit meiner 2-jährigen Tochter gedreht. Frage Nummer 1. Wie heißt meine Tochter? Ja. Frage Nummer 2. Es gab von mir eine Serie von Mann zu Mann. Das ist tatsächlich für euch Männer, für uns Männer. Ja. Jetzt möchte ich von euch wissen, wie heißt oder wie lautet oder was ist die dritte Tugend auf dem Weg, ein richtiger Mann zu werden? Frage Nummer 3. So. Wie viel Zentimeter, jetzt ganz genau herhören, wie viel Zentimeter sind oder wie viel Zentimeter auseinander liegen die Falten, die ein Fremdenlegionär in sein Hemd bügeln muss? Ich habe euch mal erklärt, ich habe mein Hemd gebügelt, habe euch das alles ganz genau erklärt. Es gibt vertikale Falten und es gibt horizontale Falten. Jetzt möchte ich von euch wissen, wie weit auseinander liegen diese vertikalen Falten und wie weit auseinander liegen die horizontalen Falten. Ja, einfach mal nachschauen in meine Playlist. Den Clip findet ihr auf jeden Fall unter Bügeln in der Fremdenlegion. Nächste Frage. Wir gehen zur 4. Frage. In einer meiner Clips, es geht um Scharfschützen und Sniper, habe ich davon erzählt, dass ich 1997 einen Embedded Journalist auf meinem Panzer, auf meinem Kampffahrzeug hatte. Ja, und wegen dem hatten wir alle Probleme, weil sie dann immer auf uns schossen. Diese Cobras und Ninjas und Zulus. Wie hieß der Journalist? Nächste Frage. In einem meiner Clips ist meine Frau zu sehen. Man sieht sie von hinten, wie sie durch den Wald joggt. Was hat meine Frau in der Tasche, um sich gegen einen Aggressoren zu schützen? Nächste Frage und letzte Frage. Ich habe es mal ein bisschen hier auf Blatt Papier gekritzelt. So, in einem meiner Clips beschrieb ich, oder erzählte ich davon, dass ich einen Freund hatte, der mit mir im Rap gedient hat. Dieser Freund ist der Dominik, den Nachnamen verrate ich nicht. Und jetzt möchte ich von euch wissen, neben wem hat Dominik, mein Kamerad Dominik, in Hollywood gespielt? Neben welchem Hollywood, ganz berühmten Hollywood-Akteur, den ihr alle kennt, hat der eine Rolle bekommen? Und wie hieß dieser Dominik? Kleiner Tipp, es spielte auch Cameron Diaz mit. Ja. Also, wie hieß dieser Film? Und wie hieß Dominik, mein Freund Dominik, in diesem Film? Ja. So, wir werden mit den Fragen durch. Es sind insgesamt 6, wenn ich mich nicht getäuscht habe. Und ja, zu gewinnen gibt es eines meiner Bücher. Ich habe 2 auf Lager, ständig auf Lager. Das ist einmal natürlich meine Autobiografie, ja, Unter fremder Flagge. Aber auch auf Lager, Fallschirmjäger der Fremdenlegion im Einsatz in Afrika zwischen 1965 und 2015. Auch auf Lager, Der gezähmte Soldat, ständig. Die anderen Bücher müsste ich selber bestellen, das würde dann ein bisschen länger dauern. So, jetzt ran an die Tasten, guckt euch meine Playlists durch, schaut, ob ihr die Fragen findet. Ich bin sehr zuversichtlich, wünsche euch allen ein tolles Wochenende. Amitié Legionär, euer Thomas Gaste, bye bye. Hallo, Jérôme, bist du ein Pantalon? Ich wollte immer schon mal einen Western schreiben.
Western, da war mein großes Vorbilder war Louis L'Amour. Der schrieb Western wie ein Gott. Wahnsinn, Louis L'Amour. Oder Sex, ein Krimi aus Oberfranken, ja, wo es reingeht in einen Tunnel, in einen tiefen Tunnel. Selbst erlebte Geschichten teilweise dabei. Ja, sieh schon, man nimmt viel mit aus der Jugend, aus der Kindheit. Ja. Private Military Companies. Ja, man kommt rum in der Welt. Encore un girant en couleur, dans le guitton de l'homme, yeah. Aber nun Schluss für heute, bye bye. Ja, wenn ihr glaubt, die Antwort zu wissen auf diese 6 Fragen, schickt mir bitte eine E-Mail an thomaslegion@rocketmail.com. Also, zugelassen werden nur die Antworten, die in meiner E-Mail-Box eingehen, thomaslegion@rocketmail.com.